Fehler Nummer 1, die Karabiner nicht mitführen. An vielen Abschnitten macht es Sinn, die Karabiner mit einer Hand nach oben hin mitzuführen. Dadurch ersparst du dir das ständige Stehenbleiben und das lästige Nachziehen der Karabiner. Ziehen statt drücken. Ziehe dich nicht mit den Armen hoch, sondern drücke dich aus den Beinen heraus nach oben. So kannst du deine Arme und Schultermuskulatur entlasten und viel Kraft sparen. Verdrehtes Klettersteigset. Achte darauf, dass sich die Lastenarme deines Klettersteigsets nicht verknoten und alles schön übersichtlich bleibt. Hänge die Karabiner immer wieder so ein, dass mögliche Knoten gar nicht erst entstehen und sich gleich wieder auflösen. Die falschen Schuhe. Der ideale Schuh für einen Klettersteig hat eine relativ stabile Sohlenkonstruktion. Das muss auf keinen Fall ein bockharter Bergschuh sein, aber der Schuh sollte auch nicht zu weich sein. Gut eignen sich sogenannte Zustiegsschuhe, aber auch mit einem leichten Wanderschuh bist du grundsätzlich gut ausgerüstet. Nicht ideal sind Laufschuhe oder Sneaker. Auch Trailrunning-Schuhe sind nicht optimal, weil sich die weiche Sohle zu sehr durchbiegt. Das macht präzises Ansteigen schwieriger, sorgt für schlechteren Halt und kostet auf Dauer mehr Kraft, vor allem in der Fußmuskulatur. Ich persönlich verwende am Klettersteig nur Halbschuhe, weil ich damit mehr Bewegungsfreiheit im Fußgelenk habe und so die Tritte besser belasten kann. Auch die halbhohe Variante wäre noch eine mögliche Option. Bergschuhe mit einem hohen Schaft sind rein theoretisch natürlich auch möglich, aber aufgrund des hohen Eigengewichts und der eingeschränkten Bewegungsfreiheit würde ich sie nicht empfehlen. Unter dem Video verlinke ich ein paar konkrete Schuhempfehlungen. Rastschlinge falsch befestigen. Die Rastschlinge darf nicht am Klettersteigset befestigt werden, sondern muss an der Anseilschlaufe des Klettergurts befestigt werden. Wird die Rastschlinge falsch angebracht, kann sie den Auslösemechanismus des Bandfalldämpfers unterbinden. Ein Video zum Thema Rastschlinge verlinke ich hier oben. Verwendung der Rastschlinge nicht üben. Egal ob du eine Rastschlinge oder eine Kurzhängeschlaufe als Sicherung zum Rasten verwendest, wichtig ist, dass du die Verwendung auch übst. Und zwar so lange, bis du sie auch in schwierigen und stressigen Situationen schnell und zuverlässig einsetzen kannst. Rastschlinge zu wenig nutzen. Vor allem in schwierigen Kletterstellen kann die Rastschlinge hilfreich sein, um die Passage in leichtere Teilstrecken aufzuteilen. Klettere den ersten Teil und wenn du merkst, es wird kräftemäßig schon etwas eng, dann häng dich ein, raste und überleg in aller Ruhe, wie es weitergeht. Nur am Stahlseil hochziehen. Es kommt immer auf das jeweilige Gelände drauf an, aber oft ist es besser, am Fels nach guten Griffen zu suchen, als dass du dich ausschließlich am Stahlseil nach oben ziehst. Fehler Nummer 9. Beide Karabiner gleichzeitig umhängen. Um durchgehend gesichert zu sein, muss beim Umhängen immer einer der beiden Karabiner eingehängt sein. Nicht rechtzeitig überholen lassen. Wenn du merkst, dass hinter dir schnellere Kletterer nachkommen, leite frühzeitig einen kontrollierten Überholvorgang ein. Am besten und sichersten funktioniert das an breiten und möglichst flachen Passagen des Klettersteigs. Du musst dich für den Überholvorgang nicht aushängen. Stell dich, wenn möglich, auf die andere Seite des Stahlseils oder sonst einfach so nah wie möglich an das Seil heran. Dann kann der Überholende ganz einfach einen Karabiner nach dem anderen vor dir einhängen und entspannt überholen. Steine lostreten. Steinschlag am Klettersteig ist leider sehr gefährlich. Deshalb sollte jeder einzelne Klettersteiggeher alles daran setzen, keine Steine loszutreten. Das erfordert maximale Konzentration und vor allem an Passagen, wo viel loses Gestein herumliegt. Wenn es dann aber trotzdem mal passieren sollte, dass sich ein Stein löst, dann ist es wichtig, nachkommende Kletterer mit einem lauten Signal zu warnen. Das kann so etwas wie Achtung Stein oder nur Stein sein. Das reicht vollkommen aus, um nachkommende Kletterer zu warnen. Falsches Verhalten bei Steinschlag. Beim ersten Anzeichen von Steinschlag, meistens hört man es, nicht nach oben schauen, sondern klein machen und den Körper so nah wie möglich an die Wand bringen. Wir wollen so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten. Ein schützender Helm ist am Klettersteig sowieso Voraussetzung. Kein Partnercheck. Wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, dann nutzt den Vorteil und kontrolliert vor dem Losgehen, ob die Ausrüstung richtig und sicher angelegt ist. Wenn du alleine unterwegs bist, dann schau selbst nochmal bewusst, ob du den Klettergurt, das Klettersteigset und die Rastschlinge richtig angezogen hast. Fehler Nummer 14. Ein zu großer Rucksack. Für den Klettersteig möchtest du einen kleinen, kompakten und schlanken Rucksack, der dich auch an engen Stellen nicht behindert. Ein 15 bis 20 Liter Rucksack ohne Hüftgurt reicht meist vollkommen aus. Gebeugte Arme. Gebeugte Arme sind angespannt, beanspruchen viele Muskelgruppen und führen schneller zu Ermüdung. Lange Arme sind entspannt, es werden wenige Muskelgruppen beansprucht, so kletterst du ökonomisch und hast gleichzeitig eine bessere Sicht auf mögliche Tritte. Schwierige Stellen überhastet klettern. Bevor du in eine schwierige Stelle einsteigst, nimm dir eine Minute Zeit und schau dir genau an, wo sich die besten Griffe und Tritte befinden. Überleg dir im Vorhinein, mit welchem Bewegungsablauf du diese Stelle am effizientesten klettern könntest. Nur frontal klettern. Nicht immer ist das frontale Klettern die optimale Technik. Versuche es zum Beispiel mal mit Spreizen, Stemmen und Eindrehen.
zu spät gestartet. Da am Nachmittag die Gewitterhäufigkeit steigt, heißt das, je später du startest, desto höher ist die Chance, dass dich ein Regenschauer oder ein Gewitter erwischen. Vor allem im Herbst wird es schneller wieder dunkel. Je später du startest, desto weniger Zeitreserven hast du im Fall, wenn mal etwas passieren sollte. Keine Handschuhe. Das ständige Festhalten am Stahlseil ist für die Haut eine extreme Belastung. Klettersteighandschuhe sind daher empfehlenswert. Das können solche fingerlosen Kletterhandschuhe sein, aber auch günstige Kletterhandschuhe aus dem Baumarkt funktionieren gut. Achte aber darauf, dass sie eine griffige Gummibeschichtung haben und eng genug sitzen. Fehler Nummer 20. Zu wenig Abstand halten. Halte mindestens 2 bis 3 Verankerungen Abstand. Wird der Mindestabstand nicht eingehalten, wird der Vordermann im Falle eines Sturzes direkt auf die nachkommenden Kletterer stürzen. Blindes Vertrauen in Griffe und Tritte. Du befindest dich in natürlichem Gelände. Das bedeutet, Griffe und Tritte können locker werden und ausbrechen. Klettere aufmerksam und teste suspekt erscheinende Griffe und überprüfe, ob du sie auch wirklich voll belasten kannst. Im Zweifelsfall verwende einen anderen Griff. Überforderung. Kenne deine Grenzen, und zwar deine physischen und deine psychischen Grenzen. Wo genau dein Limit liegt, kannst du nur durch Erfahrung feststellen. Fang mit leichten Klettersteigen an und steigere dich in kleinen Schritten. So wirst du auf eine gesunde Art und Weise feststellen, bei welchem Schwierigkeitsgrad dein persönliches Limit liegt. Unzureichende Tourenplanung und keine Exit-Strategie. Schau dir die Karte der Tour genau an. Bei vielen Klettersteigen sind mehrere Varianten möglich. Im Notfall hast du eventuell die Möglichkeit abzukürzen und den Klettersteig frühzeitig zu verlassen. Das ist auch dann ein Vorteil, wenn ein Gewitter aufzieht, denn aufgrund des Stahlseils kann ein Gewitter auf dem Klettersteig lebensgefährlich sein. Klettersteig bei Regen. Auch bei Regen, wenn der Fels feucht ist, erhöht sich die Rutschgefahr um ein Vielfaches und es sollte kein Klettersteig begangen werden. Mehr Infos zum Thema findest du in diesen Videos. Alles Gute und viel Spaß bei deinem nächsten Klettersteig.